zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Proverbs 19:5. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg. Joggler 66, Stunde der Wahrheit, die dritte Lesung aus dem Buch von Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Wie ihr ja gesehen habt, habe ich den ersten beiden Videos im Nachhinein einen anderen Namen gegeben, weil das wird ja langweilig, immer nur zu sagen, wieder das Papsttum vom Rom gestiftet, Teil 1, 2, 3. Ich denke mir da halt immer ein bisschen so Titel aus, die ich aus dem Text rausnehme. Welcher Titel das hier wird, kann ich noch nicht sagen, weil ich habe den Text ja jetzt noch nicht im Kopf, weiß ja gar nicht, wie weit ich komme. Aber es ist mir ganz wichtig, um eben mal eine kleine Bemerkung schon mal zu machen. Und diese Bemerkung bezieht sich auf das Ende auf Seite 16. Wir fangen ja oben auf Seite 16 jetzt an, diesen dritten Teil zu lesen. Da ist der Poet Mantuanus, der vom römischen Hofe geschrieben hat, ein Zitat in diesem Buch abgedruckt. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Das Problem mit diesen Zitaten ist, eben auch wie mit den ganzen Fußnoten im Englischen, ist das ja wirklich ganz toll gehalten. Also da muss man ja wirklich mal ein Lob an die englischen Übersetzer dieses Buches machen. Im Englischen sind die Dinge so viel besser erklärt und Fußnoten damit beigemacht, um alles bis ins Detail den Leuten auch wirklich zu sagen. Und ich werde versuchen, hier das Englische nebenbei aufzumachen und auch mal ein bisschen mitzuschauen, wie das hier mit Fußnoten aussieht. Aber jetzt auf dieses Gedicht oder wie auch immer man das, dieses Schreiben von dem Poeten Mantuanus zurückzukommen, da steht hier in der deutschen Version lediglich in Latein. Und in der englischen Version steht es da in Latein und in Englisch. Also habe ich mir vorhin die Mühe gemacht, habe das Englische abgetippt und habe es mit Google Translate übersetzt ins Deutsche und werde euch das zu gegebener Zeit, wenn wir da hinkommen, am Ende auf Seite 16, das vorlesen. Und die Bemerkungen über die Bibel, da werde ich mal sehen, inwieweit ich die einarbeite, weil da muss ich auch immer in der Lutherbibel erstmal eben nachschauen, sowohl im Neuen als im Alten Testament. Ich glaube, das erste Zitat kommt hier aus dem Alten Testament, das werden wir uns dann gleich mal anschauen. Aber jetzt fange ich erstmal an mit dem Lesen des Buches. Im dritten Teil von Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Und ihr wisst ja, dieses Altdeutsch ist auch für mich nicht immer leicht, das vernünftig zu lesen. Also seht mir das bitte nach, wenn hier und da die Aussprache nicht so perfekt ist. Und ich bin ja auch nur ein Mensch, der aber viel und ganz sicher diese Teile ganz wichtig findet, mitzuteilen an euch. Also, oben auf Seite 16 fangen wir an. Item. Über die vier hohe Konzilia sind viele andere gewesen, hin und wieder, in Griechenland, in Asia, Syria, Ägypto, Afrika, welche den Bischof zu Rom nicht zuvor haben drum gegrüßt, sind gleichwohl rechte christliche Konzilia gewesen. Sonderlich, da Sankt Cyprianus und Augustinus inne gewesen sind. Auch Carolus Magnus zu Rom, also Karl der Große.
zu Frankfurt und in Frankreich und sein Sohn Ludwig zu A. und an der Mehrkaiserkonzilia gehalten haben. Lieber, sollten solche seine Bischöfe und Kaiser darum haben Unrecht getan und verdammt sein, dass der Fartsesel zu Rom, was kann er sonst mehr, aus seinem eigenen tollen Kopf setzt und aus seinem garstigen Bauch farzet? Es gebührt dem Kaiser nicht anzusetzen, ein Konzilium noch Personen dazu zu ordnen oder zu nennen. Oh, wie ist dem groben Esel so wohl! Er ringet nach einem, der ihm einen Stecken auf den Sack leget, dass ihm die Lenden sich beugen müssten. Das ist's auch, da er in dem anderen Briefe an Kaiser Karol ein Theologus mit Urlaub will sein und führet das Exempel Eli daher, wie der gestraffet sei, dass er seine Söhne nicht vermannet habe um ihre Sünde. Also sei er auch gezwungen, den Kaiser als seinen erstgeborenen Sohn zu ermahnen, damit er auch nicht gestraft werde. Das sind so lange Sätze, ich kann überhaupt keinen Punkt und Komma setzen. Denn es zu besorgen, es möchte große Unruhe und Uneinigkeit entstehen in der Kirche aus dem großen Übel, das Kaiser Karol zu Speyer getan hat, etc. Also hier setze ich mal einen Punkt. Wenn der Luther hier keinen Punkt findet, finde ich mal eben einen. Weil wir haben eine Randbemerkung, die sich bezieht auf das erste Buch Samuel, und zwar Kapitel 2, Vers 29. Da werden wir jetzt mal eben reinschauen. Das war ziemlich zu Anfang hier. Da ist es auch, da er in dem anderen Briefe an Kaiser Karol ein Theologus will sein. Ja, und dazu sagt 1. Samuel 2,29, warum löckest du denn wieder meine Opfer und Speisopfer, die ich geboten habe, in der Wohnung? Und du ehrest deine Söhne mehr denn mich, dass ihr euch mästet von dem besten aller Speisopfer meines Volkes Israel. Fortfolgende, also lesen wir auch noch Vers 30. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe geredet, dein Haus und deines Vaters Haus sollten wandeln vor mir ewiglich. Aber nun spricht der Herr, es sei ferne von mir, sondern wer mich ehret, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Siehe, es wird die Zeit kommen, dass ich will entzweibrechen deinen Arm und den Arm deines Vaters Haus, dass kein Alter sei in deinem Haus. Du wirst sehen, deinen Widerwärtigen in der Wohnung in allerlei Gut, dass Israel geschehen wird, dass kein Alter sein in deines und wird kein Alter sein in deines Vaters Hause ewiglich. Und doch will ich aus dir niemand vor meinem Altar ausrotten, auf dass deine Augen verschmachten und deine Seele sich gräme, und alle Menge deines Hauses sollen sterben, wenn sie Männer worden sind. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine zwei Söhne Hophni und Phinehas kommen wird, auf einen Tag sie beide sterben. Das war jetzt also 1. Samuel, Kapitel 2, von Vers 29 bis 34 zu der Erklärung. Da ist auch einem anderen Briefe an Kaiser Karol ein Theologus sein will und führet das Exempel an, daher wie gestraffet sei, dass er seine Söhne nicht vermahnet habe, wie wir gerade hier gelesen haben, um ihre Sünde. So, dann fahren wir jetzt weiter unten im Satz fort. Da redet abermal der verzweifelte Spitzbube und Bösewicht Paulus, also Antichrist Papst Paul oder Paulus der Dritte, mit seinen Hermaphroditen, da habe ich euch ja schon erklärt, was das ist, sein Rottwelsch, gerade als wüsste kein Mensch, was ihr höllisch-teuflisch Wesen zu Rom sei, und wie er selbst, der unstetige, grundlose Geizwanst Paulus, samt seinem Sohn, also Papst mit seinem Sohn, zwischen Anführungsstrichen, dem Kaiser, mit der Kirchengüter umgeht. Nein, sein Sohn tut nichts, sündigt nichts, das der Vater Paulus zu straffen hätte. Da sind des römischen Stuhles Kardinell und Gesindel, Hermaphroditen, aparte Anteviri, aparte Most Mulier, ganz rein, dürfen keiner Vermahnung. So, was heißt jetzt das, was ich gerade eben in Latein vorgelesen habe? Quasi talia sieri possent, aparte anteviri, aparte post mulieres,
Das heißt auf Deutsch von vorne teils Mann, von hinten teils Frau. Eben diese Hermaphroditen, die der Martin Luther hier im Papsttum im Vatikan anklagt. Na, nochmal. Nein, sein Sohn tut nichts, sündigt nichts, das der Vater Paulus zu straffen hatte. Da sind des römischen Stuhls Kardinal und Gesindel Hermaphroditen, von vorne teils Mann, von hinten teils Frau, ganz rein, dürfen keiner Vermahnung. Und wie der Poet Mantuanus vom römischen Hofe schreibt, Zitat. Und jetzt kommt das, was ich euch gerade erzählt hatte, was ich mir halt aus dem Englischen rausgesucht habe und dann aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt habe. Was schreibt der Poet Mantuanus vom römischen Hofe? Wenn ihr das im englischen Original lesen wollt, findet ihr das im englischen Buch auf Seite 282 und im deutschen halt auf Ende von Seite 16 hier. Das Zitat von dem Poet Manutanus lautet wie folgt. Zitat. Das Haus Peter ist dekadent, uneingeschränkt verunreinigt mit Luxus. Hiermit gebe ich keine Geheimnisse preis, ich sage nichts Unbekanntes. Ich sehne mich nach Erlaubnis, Angelegenheiten von allgemeinem Wissen zu verkünden. Das ist es, was die Städte und Völker reden. Das ist der Skandal in ganz Europa. Das ist gute, solide Sittlichkeit zu zerstören. Das heilige Land wird übertrieben. Der heilige Altar wird zu den Katamenten überführt. Und die ehrfürchtigen Tempel der Götter dienen der Wende von Ganymedes. Warum überrascht, dass der Reichtum wächst und ihre gefallenen Häuser wieder aufgebaut werden? Der verweichlichte Araber verkauft Bälle von duftendem Weihrauch. Die Türer verkaufen Kleidung, Tempel, Priester, Altäre, heilige Dinge, Kränze, Feuer, Weihrauch. Gebete sind auch zu verkaufen. Der Himmel selbst ist zu verkaufen und Gott selbst. Aber das alles ist eine alte Geschichte. Heutzutage ist die Moral gut und gesund. Soweit das Gedicht von dem Manutuanus, das wir hier auf Seite 16 in dem Buch von Martin Luther finden. Wir fahren dann fort in dem Buche. Uns in deutschen Landen schilt man Ketzer, also scheltet, ne? Ruft man. Uns in deutschen Landen schilt man Ketzer, dass wir die Kirchen, Klöster, Messen und die römischen und lästerlichen Abgötterei verwüsten. Ja, Martin Luther hat, und das sieht man schön, wenn man sich den Film von 2004 mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle anschaut, Martin Luther, oder aufgrund von Martin Luther seiner, lass uns mal sagen, Befreiung aus Rom, hat dazu geführt, dass man damals die Kirchen, zwischen Anführungszeichen, geschändet hat. Dass man in diese Kirchen reinging und die ganzen Statuen verwüstet hat, die ganzen Idole verwüstet hat, in Einklang mit dem zweiten Gebot unseres Herrn. Man soll sich keine Abbilder machen und sich nicht niederbeugen zu ihnen. Ja? Und deswegen sagt Luther hier, uns in deutschen Landen, wo man eben dieses getan hat, schilt man Ketzer, dass wir die Kirchen, aber auch die Klöster, Messen und die römischen und lästerlichen Abgötterei verwüsten. Aber siehe mir dazu, wie sie selbst, die solch Abgötterei für rechten Gottesdienst lehren, zu Rom damit umgehen. Siehe die Kirchen des heiligen Hagnetes, da zuvor 150 Nonnen inne gewesen sind, des heiligen Pankreati, des heiligen Sebastiani, des heiligen Pauli und alle reiche Klöster und Kirchen, wie sie stehen, inwendig und auswendig Rom, also in und außerhalb Roms. Das haben alles der Papst und Kardinal verschlungen, kommen nun zu uns heraus, greifen unser Stift und Klöster auch an, mit Pallis, Annaten und viel ander Räuberei und Schinderei. In diesen allen und vielen Gräueln
um welcher Willen Gott Sodom und Gomorren auch sonst in allen Landen und viel Städte mit Feuer versenkt, mit Wasser ersäuft, mit Erdbeben umkehret. Was passiert denn heute, 2017, wo wir diese ständige Lüge von der globalen Erwärmung kriegen und dass deswegen auf der Erde Länder, Reihen und Städte mit Feuer angesteckt, im Wasser ersäuft und mit Erdbeben umgekehrt werden? Gerade erst gestern, glaube ich, war noch heute ist der 21. September 2017, war ein starkes Erdbeben unter anderem in Mexiko. Ja? Das ist genau das eben, das ist die Rache Gottes, von der Luther hier spricht. Ja? Welcher Willen und auch sonst allen Ländern viel Städte mit Feuer versenkt, mit Wasser ersäuft und Erdbeben umkehret. Hie, sage ich, hat die heilige Jungfrau St. Paula, Päpstin, also er nennt den Papst hier eine Frau, weil eine Kirche ist ja eine Frau und der Papst als Oberhaupt nennt er hier selbst die heilige Jungfrau. Also Luther spricht sehr, zwischen Anführungsstrichen, respektlos vom Papst, kann ich nur unterstreichen. Hie, sage ich, hat die heilige Jungfrau St. Paula Päpstin kein Gewissen, kein Sorge, kein Furcht Gottes, dass sie möchten wie Cora von der Erden verschlungen werden. Und dazu müssen wir uns eben im Alten Testament einen Link anschauen, der uns hier gegeben wird. Und zwar ist das aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 16 und dann Vers 32, wo wir das Folgende nachlesen können. Und tat ihren Mund auf, also die Erde, ja, und verschlang sie mit ihren Häusern, mit allen Menschen, die bei Kora waren, mit aller ihrer Habe. Ja, deswegen gibt Luther hier die Referenz aus der Bibel, wo er das her hat. Auch dass sie selbst so viel messen, Vigilien, Horas Canonicas und täglichen, also Horas Canonicas, das sind heilige Stunden, kanonische Stunden, und täglichen Gottesdienst, den sie so heftig von uns fordern, und drüber zu ketzern, zu nicht machen, und sie fast alle viel ärger dann Sodoma sind, also Sodom und Gomorra, und leben, das schändlicher nicht sein kann. Da hat St. Paulus Tertius nichts zu vermahnen. Aber dass Kaiser Karol zu Speyer getan hat, da will Himmel und Erden einfallen. Da sorget Papst Paulus für seinen Sohn Carolum, dass nicht groß Unglück über ihn gehe. Was hat er denn getan zu Speyer, der liebe Sohn Carolus? Ei, er wollt nicht ein Blutvergießen in deutschen Landen anrichten, da der Teufel, der Papst und Kardinal mit Lust innebaden möchten und damit ihre hellische Grundsuppe geschützt würde, sondern hat das Worms-Edikt suspendiert, daher aller Unfriede in Deutschland kommen war, und hat dasselb drum getan, dass man einträglich dem Türken Widerstand tun könnt, wie ein frommer christlicher Kaiser tun soll, sein Vaterland zu versehen mit gutem Friede und Schutz. Solch heißt der Spitzbube zu Rom übel getan. O große Sünde! Ja, was heißen die Buben wohlgetan und was sie zu Rom tun? Darüber die Sonne hinfuhr zu scheinen müde ist und das Land, wie sie selbst sagen, nicht mehr tragen kann. Und hier haben wir eine Verweisung zum 1. Mose 13, 6. Das muss ich dann mal eben hier raussuchen. 1. Mose, war es mal ein bisschen kleiner hier, 1. Mose, und dann haben wir das Kapitel 13 und Vers 6, das Luther hier zitiert, und das lautet: Und das Land mochte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohneten, denn ihre Habe war groß und konnten nicht beieinander wohnen. Ja. Denn so hab ich's zu Rom selbst gehört sagen. Es ist unmöglich, dass so sollt länger stehen. Es muss brechen. Das andere Stück des Kaiser Carolus getan hat zu Speyer. Oh, tat ich's auch sagen? Horresco Referenz, mir grauet dafür. Lieber betet ein Vater unser für mich, dass ich nicht wie Eli gestraft werde.
O liebe Sonne, erschrick nicht, ich werde nicht schwarz für meine Rede, dass ich von solch großer Sünden sage. Das ist die Sünde. Kaiser Karl hätte gern Frieden mit Einigkeit in der Religion, gleich wie er im Reich gern Frieden sehe, weil er aber nu 24 Jahre lang umsonst bei dem Papst um ein gemeinchristlich Konzilium gearbeitet und nichts erlangen mögen, denn dass ihm der Papst auf dem Maul getrumpelt und als seinen Narren geäffet hat, ist er zu gefahren, dem löblichen Exempel nach Constantini, Theodosi, junger Theodosi, Marziani, Caroli Magni, Ludovici Primi und viel anderer Kaiser mehr und wollen ein Nationalkonzilium ansetzen, ob er wohl Recht und Macht hat, ein gemeinsames anzusetzen? Der Spitzbube zu Rom speie, was er wölle in seinen Dekretalen. O, vergebe mir's Gott, ist's anders zu vergeben, dass ich von solcher grausamen Sünde hab reden türen. O, dass Kaiser Carolus nicht heraus an die Sonne ginge, die Sonne möcht für solch großen Sünder vom Himmel fallen, und müssten wir sein entgelten und alle ewiglich im Finstern sitzen. O, dass die heilige Väter, Papst und Kardinäl, mit ihrem Haufen ihre gute Werk und Verdienstwolken für uns setzen, als da sind ihre epikurischer Glauben, also ihr gottloser Glaube, Sodomie, Simonie, Spötterei, Gotteslästerung und seiner Christen und allen ihrer Gottesdienst. Und hier macht Luther eine Verweisung zum 2. Korintherbrief, Kapitel 4, aber muss ich hier eben das Neue Testament hier raussuchen, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4, zitiert Luther hier, Zitat, bei welchen der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Vielleicht möchte sich ihr Gott davon, St. Paulus sagt, Deus huius seculi, über uns erbarmen. Deus huius seculi, das steht für, warte, ich habe das hier vorbereitet, ich habe das übersetzt, wenn wir eben in meinem Text hier finden, das heißt, der Gott dieser Welt. Vielleicht möchte sich ihr Gott davon, St. Paulus sagt, der Gott dieser Welt über uns erbarmen. Ihr Gott. Wer ist denn der Gott dieser Welt? Satan, ne? So wie es in der Bibel geschrieben steht, ne? Willst du schier gläuben, dass der römische Stuhl, Papst und Kardinal mit allen Teufeln besessen sind und ihr spitzbübisch Rottwelsch kein Grund, Ende noch Maß haben kann? Willst du schier glauben, dass solche Bösewichter, eipel Epikura, also Gottlose, Gottes und aller Menschen Feinde sein müssen? Hier siehst du ja, dass der Papst lieber wollt ganz Deutschland in seinem eigenen Blut ersoffen sehen, denn dass Friede drinnen wäre. Und lieber wollt, dass alle Welt mit ihm ins ewige höllische Feuer führe, denn dass eine Seele sollt zum rechten Glauben bracht werden. Ein sehr wichtiger Satz, den ich nochmal eben wiederhole. Ja? Hier siehst du ja, dass der Papst lieber wollt ganz Deutschland in seinem eigenen Blut ersoffen sehen, denn dass Friede drinnen wäre. Und lieber wollt, dass alle Welt mit ihm, dem Papst, ins ewige höllische Feuer führe, denn dass auch nur eine Seele sollt zum rechten Glauben gebracht werden. Ich hoffe, dass das gut verständlich rüberkam. Dass nun solch greulicher, erschrecklicher Wille des Papstes durch Kaiser Karol nicht vollbracht, sondern gehindert ist, das kann ihm der Papst nicht vergeben. Sondern drohet ihm mit Eli Exempel. Hier hast du nun eine Glosse über das Dekret von Papst Nummer 40, Zitat, wenn ein Papst sein Selbst und brüderlicher Seligkeit vergessen erfunden wird, untüchtig und las in seinen Werken
und das Beste zu lehren schweigend, welches ihm und allen desto schädlicher ist. Quasi talia sieri possent in fide. Und das heißt, sie können im Glauben an solche Dinge gewöhnt werden, wie es war. Und gleichwohl unzählige Seelen mit großen Haufen mit sich zum Teufel in die Hölle führte, die samt ihm große Pein ewiglich leiden müssten. Solche Sünde unterstehet sich kein lebendig Mensch zu straffen. Denn er ist aller Richter und von niemand zu richten. Das ist das, der Papst behauptet. Er richtet jeden Menschen, kann aber nicht durch Menschen gerichtet werden. Denn er ist aller Richter und von niemand zu richten. Er werde denn im Glauben irrig befunden, sondern die ganze Christenheit bittet Beste heftiger für seinen Stand, so viel mehr sie merkt, dass ihre Seligkeit nähest Gott an seiner Wolfart gelegen ist. Nun, solche Sünde unterstehet sich kein lebendiger Mensch zu straffen, er ist Richter und von niemand zu richten, er werde denn im Glauben irrig befunden. Und das ist ja etwas, mit dem hat das Erste Vatikanische Konzil 1870 Schluss gemacht. Der Papst kann nicht im Glauben irrig erfunden werden, denn wenn er über Dinge des Glaubens und Dogmas spricht, dann ist der Papst unfehlbar. Ja? Also, der Papst kann nicht irren. Deswegen ist er Richter und von niemandem zu richten. Solch Dekret, fährt Luther fort, sieht jedermann, dass es muss von allen Teufeln so allenthalben sind, mit einhelligem Odem in dem Papst und römischen Stuhl geblasen sein. Und ich, da ich vor 26 Jahren solches las, dachte ich bei dem lieben Gott, es wären vergebliche Worte, wie die Donatio Constantini, und unmöglich, dass ein Papst sollte so verböset sein, dass er sich solch Dekrets annehmen und drauf bauen wollte. Und hier muss ich nochmal eine kleine Bemerkung machen. Im Englischen finden wir hier eine sehr wichtige Fußnote, die ich mal eben vorlesen möchte, und ich werde das dann auch versuchen, ins Deutsche zu übersetzen, weil Luther spricht hier von Donatio Constantini. Ja? Es wären vergebliche Worte wie die Donatio Constantini. Was ist denn die Donatio Constantini? Da geht es um die Schenkung von Konstantin. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig, weil der Papst beruft sich darauf, dass er die weltliche Macht hat, weil er vom Kaiser Konstantin eine Schenkung bekommen hat, eine Schenkung der ganzen Länder. Ja? Dem Kaiser Konstantin gehörte damals die ganze bekannte Welt. Und er hat dem Papst eben dieses geschenkt. Und daher sagt der Papst, habe ich die weltliche Macht. Nun, in der englischen Ausgabe von Luthers Werken hier, lesen wir das Folgende. Ich werde es erstmal eben in Englisch kurz vorlesen und danach werde ich es übersetzen. Oder ich werde es teilweise, während ich es lese, versuchen zu übersetzen. A papal document of the 8th century that claimed Constantine the Great had ordered all ecclesiastics to be subject to the Bishop of Rome, Sylvester, and transferred to him the city of Rome and all the provinces, districts and cities of Italy or of the western regions. Das heißt auf Deutsch, ein päpstliches Dokument aus dem 8. Jahrhundert, das behauptet, Konstantin der Große, also der Kaiser Konstantin, hatte befohlen, an alle kirchlichen Personen Subjekt zu sein des Bischofs von Rom, Sylvester und, das war damals der Papst oder der Bischof von Rom zu der Zeit, Sylvester, und transferierte oder überschrieb ihm, Zitat, the city of Rome and all the provinces, districts and cities of Italy or of the western regions, Ende Zitat, das heißt auf Deutsch, er überschrieb ihm, also Konstantin überschrieb dem Papst Sylvester die Stadt von Rom und alle Provinzen, Distrikte und Städte von Italien oder von den westlichen Regionen. So, also, das ist die allgemein erkannte Schenkung Konstantins. Aber, und jetzt fährt die englische Fußnote hier fort,
The Renaissance scholars Nicholas of Cues and Lorenzo Valla proved the forgery in 1440. Das heißt, aber die Renaissance-Gelehrten Nicholas von Cues und Lorenzo Valla haben bereits 1440 bewiesen, dass dieses angebliche Papier, dieses Dokument vom 8. Jahrhundert, eine Fälschung ist. Und selbst wenn ihr heute die römisch-katholische Enzyklopädie nachschaut, dann geben sie sogar darin zu, ja, sie geben zu, dass die Schenkung von Konstantin eine Fälschung ist. Das ist sogar von der römisch-katholischen Kirche selbst anerkannt, aber trotzdem basieren sie darauf weiterhin ihre Politik der weltlichen Herrschaft. Nochmal, die Renaissance-Gelehrten Nicolas von Cues und Lorenzo Valla bewiesen, dass das Dokument aus dem 8. Jahrhundert, die Schenkung von Konstantin in 1440, eine Fälschung war. Weiter fährt die Fußnote hier fort. Luther published the donation with marginal notes in 1537. Also Luther publizierte die Schenkung von Konstantin mit marginalen Noten, also mit Fußnoten, in 1537. Und dazu steht hier, dass man sich das angucken müsste, in dem Schreiben, one of the high articles of the most holy papal faith called the donation of Constantine, also einer aus den hohen Artikeln des allerheiligsten päpstlichen Glaubens, genannt Donatio Constantini. Das findet man in den Werken anscheinend in Band Nummer 50 auf den Seiten 65 bis 89. Ja? Und das ist sowas von unglaublich wichtig, dass wir eben verstehen, dass der Papst ein Usurper ist, dass er einer ist, der sich Dinge aneignet, die ihm nicht gehören. Mit der bewiesenen Fälschung der Schenkung von Konstantin behauptet der Papst, der Pontifex Maximus, heute noch, er habe die weltliche Macht, also die zivile Macht, über die Welt. Hat er nicht. Die Schenkung von Konstantin, das Papier aus dem 8. Jahrhundert, ist im 1440 von Lorenzo Valla und Nicolas von Cues als Fälschung bewiesen worden. Ja? Also keine Schenkung von Konstantin, also keine ehrliche, das Papst und ehrlich sind zwei Worte, die sowieso nicht zusammengehen, keine ehrliche Herrschaft über das Weltliche hier auf der Erde. Ja? Lesen wir den Satz nochmal. Solch Dekret siehet jedermann, dass es muss von allen Teufel so allenthalben sind, mit einhelligem Odem in den Papst und römischen Stuhl geblasen sein. Und ich, da ich vor 26 Jahren solches las, dachte ich bei dem lieben Gott, es wären vergebliche Worte, wie die Donatio Constantini, also die Schenkung von Konstantin, und unmöglich, dass ein Papst sollte so verböset sein, dass er sich solch Dekrets annehmen oder darauf bauen wollte. Aber da Silvester und andere mehr wider mich schrieben und wider mich solchs führten, mußt ich's wohl glauben. Wie du hier auch siehst im Briefe Paulus des Dritten, dass er auch der Meinung ist und alle Welt gern wollt mit sich zur Hellen führen. Wer nun nicht glauben will, dass das Papsttum des Teufels Eigentum und sein eigen Regiment sei, der mag mit ihm hinfahren. Wir hören unseres Herrn Wort in Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor falschen Propheten und im 1. Korinther 1, Spiritualis omnia judicat. Davon hernach weiter, wir wollen und sollen des Papsts Richter sein und soll uns niemand wehren. Also, wir werden jetzt uns erstmal kümmern um das erste Zitat, Matthäus 7, Vers 15. Da steht in der Lutherbibel zugeschrieben, Zitat, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schlafskleidern zu euch kommen.
Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und hütet euch vor falschen Propheten. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 15. Mal eben schauen. 1. Korinther, Kapitel 2 und dann Vers 15, Zitat. Der Geistliche aber richtet alles und wird von niemandem gerichtet. Ja, spiritualis omnia judicat. Davon hernach weiter. Wir wollen und sollen des Papsts Richter sein und soll uns niemand wehren. Aber lasst uns auch sehen, wie sich der Esel in der Schrift verdreht, da er Eli und seine Söhne einführet. Der Text 1 Reg 2, das weiß ich nicht, worauf sich das hier bezieht, sagt also, und dann kommt eine Bemerkung, Samuel 2, wo ist das jetzt genau? Samuel 2, warte, ich schaue das mal eben nach hier eben. Ja, das Problem war, dass hier nicht drin stand, ob das 1. oder 2. Samuel war, und deswegen brauchte ich einen Moment, um das nachzuschauen. Also wir lesen das im 1. Samuel Kapitel 2 und dann die Verse 12, 17 und 22. Jetzt nochmal eben erst den Text hier von Luther und dann komme ich gleich mit dem Bibelzitat. Aber lasst uns auch sehen, sagt Luther, wie sich der Esel in der Schrift verdreht, da er Eli und seine Söhne einführet. Der Text sagt also, die Söhne Eli waren böse Buben und hatten drei Stück auf sich. Dazu lesen wir dann eben im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 12, aber die Söhne Elis waren böse Buben, die fragten nicht nach dem Herrn. Vers 17 sagt, darum war die Sünde der Knaben sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute lästerten das Speisopfer des Herrn. Und schlussendlich in Vers 22 lesen wir, Eli aber war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne taten, dem ganzen Israel, und sie schliefen bei den Weibern, die da dieneten vor der Tür der Hütte des Stifts. Ende Zitat. Das erste, sie kannten, fährt Luther fort, sie kannten oder achten des Herrn nicht. Das andere, sie kannten auch nicht das priesterliche Recht an das Volk. Das dritte, sie trieben Unkeuschheit mit den geistlichen Weibern, die Gott dienten am Tabernakel. Das waren Witwen, die nach ihrer Männer Tod sich begaben zum Dienst des Stifts. Und auch darüber können wir dann im Neuen Testament lesen, in Lukas Kapitel 2, Vers 37, wo er vor der heiligen Hanna steht, dass sie nimmer vom Tempel kam, fastet und betet, etc. Das erste Stück, den Herrn nicht kennen noch achten, heißt nicht gläuben an Gott, da seine Verheißung oder Wort verachtet und im Unglauben roh und ruchlos gelebt wird, ohne alle Gottesfurcht. Das andere, dass sie ihr priestlich Amt nicht achten, das ist, wie sie opfern und das Volk lehren sollten, sondern wie im Texte steht, machten sie es mit dem Opfer, wie sie wollten, und müsste recht sein, was sie wider das Gesetz sündigten, dass auch das Volk sich hoch dran ärgerte. Das dritte, dass sie unverschämt Ehebruch trieben mit begebenen Witwen, denn sie hatten selbst Weiber und täten das an heiliger Stätte, bei dem Stift für Gottes Angesicht, der sich da selbst gegenwärtiglich zu wohnen verheißen hatte. Solcher Sünden machte sich Eli teilhaftig, damit er sie nicht straffet. Er redet wohl drum um der Leute willen, aber doch nicht mit Ernst, denn er setzet sie nicht ab von Amt. Wollt sie nicht zu Schanden machen, ließ sie so bleiben in ihrem Wesen. Das ist's, wie wir im 2. Samuel Vers 29, also Kapitel 2 Vers 29 lesen können. Wir hatten ja 12, 17 und 22 gelesen. Vers 29 heißt es, warum löckest du denn wieder meine Opfer und Speisopfer, die ich geboten habe in der Wohnung? Und du ehrest deine Söhne mehr denn mich, dass ihr euch mästet von dem besten aller Speisopfer meines Volks Israel. Das heißt also, dass hier das Opfer missbraucht wird. Da geht es Luther drum. Das ist's,
das Zitat aus Samuel 2,29, da Gott saget, Eli habe seine Söhne mehr geehret denn Gott, denn er hatte seiner Söhne Ehre, dass sie ja im Amt blieben, lieber denn Gottes Wort und Gehorsam. Dies Exempel hat eine feine Gestalt und reimet sich gewaltiglich, wo es Kaiser Karel umkehrete und hielt es dem Papst für die Nasen. So wurde er mit seinem eigenen Schwert auf seine Platten geschmissen. Nämlich also, Horestus, Papst Paule, du hast erstlich keinen Glauben und achtest Gott nicht samt deinen Söhnen, Kardinälen und römischen Hofgesinde, denn ihr seid epikurische Säue. Also gottlose Säue, desgleichen alle Päpste deine Vorfahren. Denn so man die päpstlichen Dekretalen von vorn an bis hinten aus lieset, so findet man nicht einen Buchstaben, der da lehre, was Glaube sei oder wie man christlich gläuben soll. Kann auch kein Glaube in ein päpstlich oder kardinalisch Herz fallen, das ist gewiss. Zum andern, so weißet du mit alle deinem römischen Hofe und Vorfahren nicht, was ein priesterlich Amt sei, wie man das Volk mit Gottes Wort und Gebot unterweisen oder Gott loben soll. Denn davon findet man nichts in allen Dekretalen, dass man eine Predigt tun künde, sondern es ist alles Menschenlehre. Und wir wissen ja, dass der Vatikan sich aufbaut auf dem griechischen Menschenlehre, Philosophie und Psychologie und Philosophie aufbauenden dritten Königreich, das folgens Daniel hier in der Welt geschaffen wurde. Deswegen sagt Martin Luther das hier mit aller Deutlichkeit, denn davon findet man nichts in allen Dekretalen, dass man eine Predigt tun könnte, sondern es ist alles Menschenlehre und Eigendünkel, welches ist eitel Abgötterei. Zum dritten, so treibst du und deine Kinder schändliche Unzucht, denn die Kardinäle und deines Hofes Puseron und Hermaphroditen führen ein solch greulich Wesen. Puseron ist jetzt wieder ein Wort, das muss ich euch mal eben erklären. Puseron steht für Bullknabe, ja, das heißt Lustknabe, ein männlicher Prostituierter, ein Sodomit, und das war besonders zur Reformationszeit, ein Schimpfwort, Puseron. Ja, das kann man schreiben, B-U-S-E-R-O-N oder auch P-U-C-E-R-O-N, Puseron. Denn die Kardinäle und deines Hofes Puseron, also deines Hofes Lustknaben, Sodomiten, männliche Prostituierte und Hermaphroditen führen ein solch greulich Wesen, dass Himmel und Erden dafür beben und zittern. Solch siehest du und hörest und weißest wohl, noch schweigest still dazu, straffest und besserst nicht, sondern lachest dazu und hast Lust drinnen, wie in Römer 1 beschrieben ist. Und zwar zitiert Luther hier 1. Römer, Vers 32. Da wollen wir uns das mal eben anschauen. Das ist ein 1. Römer sowieso, ist ein Kapitel, das ich jedem anrate, beinahe auswendig zu lernen. Da steht nämlich dann in Vers 32 in, die Gottes Gerechtigkeit wissen, dass sie solches tun, des Todes würdig sind, tun sie es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. So schreibt Paulus es in Römer. Und wie sagt, oder wie drückt Luther das hier aus? Solch siehest du und hörest's und weißest's wohl, noch schweigest still dazu, straffest und besserst nicht, sondern lachest dazu und hast Lust drinnen. Hast Lust daran, genau wie in Römer 1,32 beschrieben steht. Darum wird's dir nicht so gut werden als dem Eli, sondern musst du deinen Vorfahren in Abgrund der Höllen. Wollt ihr einen Beweis, dass der Papst der Antichrist ist? Der Papst tut genau das, was Paulus hier im ersten Kapitel des Römerbriefs, Vers 32, anklagt. Die Gottes Gerechtigkeit wissen, dass sie solches tun, des Todes würdig sind, also Sünden, tun sie es nicht allein, sie sünden nicht nur, sondern sie haben auch noch Gefallen an denen, die es tun.
Und genau das tut der Papst. Also noch mehr Beweise kann man ja fast schon gar nicht mehr anbringen, dass der Papst der Antichrist ist, ne? Ein Sünder ist, ne? Der Höllenfeuer verdient. Aber wie auch immer, wir lesen weiter und erfreuen uns daran, wie Luther vor 500 Jahren erkannt hat und darüber geschrieben hat, was der Papst wirklich ist. Sagt das mal zu Franziskus, wenn ihr ihn seht, wenn ihr euch traut. Drum wird's dir nicht so gut werden als dem Eli, sondern musst du deinen Vorfahren in den Abgrund der Hellen. Ja, solcherweise käme dies Exempel zu rechter Gestalt dem Papst auf den Kopf und funde sich dabei, dass der Papst und seine Kardinäle grobe, ungelehrte Esel sind in der Schrift. Tja, er lehrt die Bibel nicht. Er kennt sie nicht, das weiß ich nicht, aber er glaubt sie nicht und lebt sie nicht. Das ist auf jeden Fall sicher. All kommt er, der Hermaphroditenbischof und Buceronenpapst, das ist des Teufels Apostel, und zeugt dies Exempel wider Kaiser Karolen, und gleich wie er und seine Vorfahren spitzbübisch sind in ihrem Rottwelsch, so will er auch Gott zum Spitzbuben machen in der Heiligen Schrift. Er gibt für, Kaiser Karol sei ein großer Sünder, dass er das Worms-Edikt suspendiert um Friedenswillen und wolle ein Nationalkonzilium ansetzen, macht Sünde und Verdammnis aus solchen löblichen, hohen, fürstlichen, kaiserlichen Tügenden. Denn das ist unter anderen abgöttisch Gräueln des Papstes dieser auch einer, dass er Sünde und Verdammnis macht, da Gott keine haben will, wie man sieht durch das ganze Dekretal hindurch. Ursache ist die, denn er ist, wie die Juristen sagen, ein irdischer Gott. Drum muss er zur Sünden und Verdammnis machen, dass der himmlische Gott für Tugend und Unschuld hält, wie St. Paulus sagt im 2. Thessaloniker Kapitel 2. Mensch der Sünden und Kind des Verdammnis. Mensch der Sünden heißt hier Hebräisch. Der nicht allein in seinem Leben ein Sünde ist, sondern stiftet durch falsche Lehre Sünde, dass andere müssen mit ihm sündigen. Wie Jerobam, der König Israel, sündigt, oder, wie die Schrift sagt, Israel sündigen macht durch seine Abgötterei. Hier haben wir eine Bemerkung, das verweist auf den 1. Römer 14,16, und das ist, wie ich festgestellt habe, nicht korrekt. Es geht hier nicht um das Buch Römer, es geht hier um das Buch Könige. Und dann werden wir uns das jetzt auch gleich mal anschauen. Es kann ja auch mal passieren im Buch, dass man hier eine verkehrte Weisung macht. Aber, was wir gerade eben gelesen haben, da gibt es einen Bezug zu 1. Könige, Kapitel 14, Vers 16. Da lesen wir, Zitat, und wird Israel übergeben um der Sünden willen Jerobeams, der da gesündigt hat, und Israel hat Sündigen gemacht. Das ist ja genau das, was Luther hier beschrieben hat, in der Bibel bestätigt. Ich lese nochmal den letzten Satz im Buch. Wie Jerobam, der König Israel, sündigt, oder wie die Schrift sagt, Israel Sündigen macht, durch seine Abgötterei. 1. Könige 14, Vers 16, und da wird Israel übergeben um der Sünden willen Jerobeams, der da gesündigt hat, und Israel hat Sündigen gemacht. Warum ist das jetzt so ein wichtiger Absatz? Aus dem einfachen Grunde, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, wenn wir glauben, als Katholiken, wir gehen in die Kirche und beten da den Gott der Bibel an, dann ist das nicht so, weil die esoterische und exoterische Lehre eine andere sind. Das heißt, die innere Lehre ist eine andere als die äußere Lehre. Und wenn wir in die römisch-katholische Kirche gehen, oder im Grunde überhaupt in irgendeine Kirche, eine organisierte Kirche gehen, und wir folgen da dem Gottesdienst, der Messe oder was auch immer, dann machen wir dasselbe, was hier im 1. Könige 14,16 beschrieben hat.
und wird Israel übergeben um der Sünden Jerobeams, der da gesündigt hat, und Israel hat Sündigen gemacht. Der Papst ist ein Sünder und sündet nicht nur selber, sondern sorgt dafür, dass er ganz Israel in die Sünde führt. Israel? Was ist denn Israel? Ich rede nicht von dem Schmutz da in Palästina, das Land. Ich rede von Israel, ich rede von der Braut Christi, ich rede von der Kirche, ich rede von der wirklichen Gemeinschaft. Israel sind die Gottesgläubigen, die bibelfolgenden Christen. Das ist Israel. Ja? Das war so im Alten Testament und das war so im Neuen Testament. So, wie Jerobeam, der König Israels, sündigt, oder wie die Schrift sagt, durch Israel sündigen macht, durch seine Abgötterei. Das heißt, der Papst betreibt Abgötterei und verführt damit auch jeden, der in seine Organisation eintritt, römisch-katholische Kirche oder abgefallene protestantische Kirche, ebenso zum Sünden, ohne dass die Menschen es im Grunde bemerken. Sie würden es bemerken, wenn sie sich an die Bibel halten würden, wenn sie nicht menschlichen Befehlen oder Traditionen oder Ordinierungen, Dekretalen folgen, sondern der Bibel folgen. Das ist einfach nur Ignoranz. Man kann es ja wissen. Man kann sich ja eine Bibel besorgen. Man kann ja lesen, wie Gott bitte schön angebetet werden möchte. Nämlich im Geiste und in der Wahrheit, wie in der Bibel steht. God wants to be worshipped in spirit and in truth. Der Herr möchte angebetet werden im Geiste und in der Wahrheit. Und das ist ja nun nicht, was irgendeine dieser organisierten Kirchen tut und schon gar nicht, was die römisch-katholische Kirche tut. Die sorgt also dafür, dass die Menschen im Grunde von Gott weggetrieben werden, anstatt zu ihm hin. Genauso wie es hier im Alten Testament im ersten Buch Könige, Kapitel 14, Vers 16 auch schon geschrieben steht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, Leute. Nein, das ist alles schon mal da gewesen. Was hier damals der König Jerobeam mit Israel gemacht hat, im Alten Testament, ist dasselbe, was der Papst mit dem Körper Gottes hier auf dieser Erde macht. Ja, der Körper Gottes sind ja alle Gläubigen. Und die Gläubigen werden missleitet, missgeführt, in die Irre geführt, um es mal deutlich zu sagen, durch den Papst. Sie kennen die Stimme ihres Schäfers nicht und folgen deswegen einem falschen Schäfer. Und dieser Schäfer ist ein Schaf, aber unter dem Schafsfell verbirgt sich ein Wolf. Er ist ein Wolf in Schafskleidern, genauso wie die Bibel uns davor warnt. Das ist der Papst, der genauso wie Jerobeam im 1. Könige 14, 16 durch seine Abgötterei den Leichnam Christus, den Körper Christus auf Erden, die gläubige Gemeinschaft zum Sündigen verführt durch seine Abgötterei, dadurch, dass man ihm folgt. Das ist das, was Luther hier sagt, in anderen Worten. Wir fahren fort am Ende auf Seite 20. Also will hier auch der Sodomitenpapst aller Sündenstifter und Meister Sünde und Verdammnis auf Kaiser Karol treiben, so er doch wohl weiß, dass seine spitzbübische Zunge hierin schändlich leuget. Lügt, würde ich das wohl ins Neudeutsche übersetzen. Und solche verdammte Bösewichter wollen alle Welt bereden, dass sie der Kirchenhäupt, Mutter aller Kirchen und Meister des Glaubens seien. So man sie doch an ihren Werken in aller Welt erkennet. An ihren Werken werdet ihr sie erkennen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein Baum, der schlechte Wurzeln hat, erkennt man an schlechten Früchten, weil ein schlechter Baum kann keine guten Früchte tragen. Das nur mal eben nebenbei. Aber das ist genau das, was Martin Luther hier sagt. So man sie doch an ihren Werken in aller Welt erkennet, wenn wir gleich Stein und Klötz wären, dass sie verlorene, verzweifelte Teufelskinder dazu tolle, grobe Esel in der Schrift sind.
Sie sind Esel in der Schrift, weil ein Esel kann nicht lesen. Und wenn ein Esel die Schrift nicht lesen kann, dann kann er sie auch nicht lehren. Warum vertrauen wir also jemandem, der die Schrift nicht glaubt und nicht lesen will, wenn er sie uns vorliest? Warum gehen wir dann in die römisch-katholische oder andere Kirchen? Es möchte jemand wohl gern fluchen, dass sie der Blitz und Donner erschlüge, höllisch Feuer verbrennte, Pestilenz, Franzosen, St. Nelten, St. Anthony, Aussatz, Karbunkel und alle Plagen hätten. Aber das sind eitel Fuchsschwänze, und Gott ist längst zuvor gekommen und hat sie mit viel größerer Plage gestraft. Wie denn Gottes Verächter und Lästerer sollen gestraft werden? Wie wir im 1. Römer 1, 26 weiterlesen können. Aber erst muss ich eine kleine Bemerkung einführen. In dem englischen Buch auf Seite 289 wird erklärt, was Martin Luther hier mit der Aufzählung meint. Höllisch Feuer, nochmal eben, am Ende von Seite 20 lesen wir, höllisches Feuer verbrennte, Pestilenz, Franzosen, St. Nelten und St. Anthony, Aussatz, Karbunkel und alle Plagen hätten. So, was sagt er hiermit? Well, im Englischen steht damit bei, dass mit Franzosen ist gemeint die Krankheit der Franzosen. Und was ist die Krankheit der Franzosen? Syphilis. Den Ausdruck gab es wohl damals noch nicht und deswegen gab es den Ausdruck, die Pestilenz und die Krankheit der Franzosen. St. Nelten, in einer weiteren Fußnote lesen wir hier, das kommt von St. Valentin und der wurde eigentlich bestimmt als der Stifter der Krankheit, kann man ja nicht sagen, aber der Anfänger dieser Krankheit, das Epilepsie. Und St. Anthony, was hier steht, steht hier das Feuer von St. Antonius im Englischen. Eine Krankheit, die im Mittelalter von den Hospitalern von St. Antonius, eines religiösen Ordens aus dem 11. Jahrhundert vor allen Dingen befallen wurde. Although the exact nature of the disease is unknown, it was serious inflammation of the hands and feet. Also obwohl die genaue Abstammung dieser Krankheit nicht bekannt ist, war es eine seriöse oder sehr schlimme Entzündung der Händen und der Füße. Ja, auch Fuchsschwänze genannt. Also, Franzosen, Syphilis, St. Nelten, Epilepsie und eine Entzündung der Hände und der Füße, sogenannte Fuchsschwänze, ja, das sind eitel Fuchsschwänze, diese Krankheiten, die eben auf die Leute in der römisch-katholischen Kirche, vor allen Dingen in der römisch-katholischen Hierarchie kommen. Das ist das, was Luther hier aufzählt. Und dann geht er natürlich noch einmal weiter und macht ein Zitat aus dem ersten Kapitel der Römer. Wieder einmal, ein wunderbares Kapitel, wo er das hiermit bestätigt, was er hier schreibt. Nämlich im ersten Kapitel der Römer, Vers 26 und fortfolgende, steht geschrieben: Darum hat Gott sie auch dahingegeben in schändliche Lüste. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen. Das heißt, ihre Weiber sind lesbisch geworden. Desselbigen gleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzet in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande gewirket und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an sich selbst empfangen. Habe ich ja schon öfter gesagt. Erstes Kapitel Römer und ihr versteht Sodomie, ihr versteht diese modernen Homosexualität, das ist eine Strafe Gottes und das kann man ganz deutlich bewiesen nachlesen im ersten Kapitel Römer. Ich kann ja jetzt nicht das ganze Kapitel hier lesen, wenn ihr das wollt, dass ich das mal mache, dann schreibt mir das mal in die Kommentarsektion dieses Videos und sagt, ja Jörg, mach mal eine Analyse, eine Lehre des ersten Kapitels der Römer, dann können wir da gerne mal drüber sprechen. Aber hier holt Luther das eben an. Es möchte jemand wohl gerne fluchen, dass sie der Blitz und Donner erschlüge, höllisches Feuer verbrannte, Pestilenz,
Franzosen, also Syphilis, St. Nelken, Epilepsie und St. Antoni, Entzündung der Hände und der Füße, Aussatz, Karbunkel und alle Plagen hätten, aber das sind eitel Fuchsschwänze. Und Gott ist längst zuvor gekommen und hat sie mit viel größerer Plage gestraft, wie denn Gottes Verächter und Lästerer sollen gestraft werden. Darum hat sie Gott hingegeben in schändliche Lüste, denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen, desselbiggleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzet in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande gewirket und den Lohn ihres Irrtums an sich selbst empfangen. Nämlich, fährt Luther fort, dass sie bei gesunder Vernunft so öffentlich rasend und tolle sind geworden, dass sie nicht wissen, ob sie Mann oder Weib sind, ob sie bleiben wollen, sich nicht schämen, doch vor dem weiblichen Geschlecht, da ihre Mutter, Schwester, Mumen, das ist wieder mal so ein Wort, was ich hier raussuchen musste, Mumen, das steht für die Schwester des Vaters, Tante väterlicherseits. Ein Teil der hier zugeordneten Belege kennt zwar die Unterscheidung von Base und Mume, deren Interpretation als Vater- oder Mutterschwester ist aber nicht immer sicher. Beide Ausdrücke können je nach Kontext auch als Synonym verfasst worden. Also Mumen, Schwester des Vaters oder Tante väterlicherseits. Das heißt also nochmal den Satz von Luther eben lesen, dass wir im Zusammenhang bleiben. Ob sie Mann oder Weib sind, oder bleiben wollen, sich nicht schämen, doch für dem weiblichen Geschlecht, da ihre Mutter, Schwester, Tanten unter sind, die solchs von ihnen hören und sehen müssen, mit großen Schmerzen. Ei, pfui euch, Päpste, Kardinell, und was ihr seid im römischen Hofe, dass ihr euch nicht fürchtet für dem Pflaster, darauf ihr reitet, das euch verschlingen möchte. Die kaiserlichen Rechten sagen, viel de Furioses, von unsinnigen, tollen Leuten, wie man sie halten soll. Wie viel großer Not wäre hier, dass man Papst und Kardinal und den ganzen römischen Stuhl in Stöcke, Ketten, Kerker legte, die nicht gemeinerweise rasend worden sind, sondern so tief greulich toben, dass sie jetzt Männer, jetzt Weiber sein wollen, also Hermaphroditen, Transsexuelle, wie man das heutzutage sagt, und des keine gewisse Zeit wissen, wenn sie die Klauen ankommen werden. Gleichwohl wollen wir Christen gläuben, dass solch rasende und wütende römische Hermaphroditen den Heiligen Geist haben und der Christenheit oberste Häupter, Meister und Lehrer sein mögen. Also wir setzen diese Idolatoren, diese Idolenanbeter, als unsere Häupter, Meister und Lehren. Ganz wichtiger Satz, ich wiederhole ihn nochmal. Gleichwohl sollen wir Christen gläuben, dass solch rasende und wütende römische Hermaphroditen den Heiligen Geist haben und der Christenheit oberste Häupter, Meister und Lehrer sein mögen. Aber ich muss hier aufhören oder sparen, was ich mehr wieder die Briefe und Bulla zu schreiben habe, denn mein Kopf ist schwach und fühle mich also, dass ich's vielleicht nicht möchte hinausführen und doch noch nicht bin kommen dahin, dass ich mir fürgenommen habe, in diesem Büchlein zu schreiben, welches ich will zuvor ausrichten, ehe mir's die Kräfte gar entgehen. Denn drei Stück habe ich mir fürgenommen. Eins, ob's wahr sei, dass der Papst zu Rom sei das Häupt der Christenheit über Konzilia, Kaiser, Engel und alles, etc., wie er sich rühmet. Das anders, ob's wahr sei, dass ihn niemand könne urteilen, richten, absetzen, wie er brüllet. Das dritte, ob's wahr sei, dass er habe das römische Reich von den Griechen auf uns Deutschen gebracht, wie er über alle Maß davon stolziert und pocht. Bleibt mir etwas über von den Kräften, will ich wieder an seine Bullen und Briefe mich machen und versuchen, ob ich dem großen, groben Esel seine lange, ungekämmte Ohren kämmen möge. Das ist das Ende auf Seite 21, bevor wir in das Erste gehen. Im Grunde war das alles jetzt ein Vorwort von Martin Luther. Ja? 20 Seiten.
Den nächsten Teil lesen wir natürlich nächstes Mal. Wir haben eine Stunde bereits kurz überschritten. Aber weil es so wichtig ist, so unglaublich wichtig, möchte ich den letzten Satz nochmal eben wiederholen. Bitte, bleibt noch eben bei mir. Denn 3 Stück habe ich mir fürgenommen, sagt Luther. Deswegen ist das Buch auch eingeteilt in jetzt noch 3 kommende Stücke oder ja 3 Stücke. Das erste Stück, mit dem wir nächste Seite anfangen, dann das andere Stück und das dritte Stück. Denn 3 Stück habe ich mir fürgenommen. 1, da geht es also im nächsten Stück drum, ob es wahr sei, dass der Papst zu Rom sei das Häupt der Christenheit. Dass der Papst zu Rom sei das Häupt über Konzilia, Kaiser, Engel und alles etc., wie er sich rühmet. Das werden wir im ersten Stück dieses Buches lesen. Das andere, ob's wahr sei, dass ihn niemand könne urteilen, richten, absetzen, wie er brüllet, also behauptet. Darum geht's im anderen, im zweiten Stück. Das dritte, ob's wahr sei, dass er habe das römische Reich von den Griechen auf uns Deutschen gebracht, wie er über alle Maß davon stolziert und pocht. Bleibt mir etwas über von Kräften, will ich wieder an seine Bullen und Briefe mich machen und versuchen, ob ich dem großen, groben Esel, dem Papst, seine lange, ungekämmte Ohren kämmen möge. Und hiermit hören wir auf, für heute auf Seite 20 unten zu lesen und fahren nächstes Mal in der 4. Lesung fort. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dass Gott euch möge behüten, beschützen und segnen auf all euren Wegen. Habt ihr Fragen, Bemerkungen, dann schreibt sie entweder in die Kommentarsektion dieses Videos oder schickt mir einen persönlichen Bericht über Skype, was ihr ja machen könnt, wenn ihr auf meinen Kanal in die Übersektion geht und mir da eine private E-Mail, einen privaten Bericht schickt. Auch auf Skype stehe ich für die Leute zur Verfügung oder auf VC. Dass wir mal klönen können, schnacken können, wo immer 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, in deren Mitte werde ich sein, sagt Jesus Christus. Keine großen Kirchen, keine Kathedralen, keine Bischöfe, Priester, Kardinäle und sicher kein Papst in Rom, sondern wir sind alle Brüder und Schwestern und gleich in Jesus Christus, durch Jesus Christus und er ist das Oberhaupt der Kirche. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Exalt his name together, and let us exalt his name.